liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für die aus einem weißen Auto geworfenen Katzen, vorgestellt in den vergangenen 2 Wochen, hat das Tierheim keinerlei Hinweise bekommen. Für die 2 weiß-roten Kater mit spanischem Chip wird nun dringend ein neues Zuhause mit Freigang gesucht. Die beiden waren die Freiheit gewöhnt und leiden unter den Grenzen in der Arche Noah. Nun stehen wieder 2 Miezen im Mittelpunkt unserer heutigen Vorstellung, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zunächst ein ganz zuckersüßes Schildpatt-Katzenkind, das am 15. Juni in Gothas Dassalev-Straße auf einem Zaun saß und nicht wieder wegging. In den befahrenen Straßen einer Stadt ist es nicht ungefährlich für so kleine Kätzchen. Deshalb brachten es Anwohner zu seinem Schutz lieber in die Arche Noah. Das Kätzchen ist menschengewöhnt und sehr verspielt. Natürlich fühlt es sich im Quarantänekäfig überhaupt nicht wohl. Es will spielen und schmusen. Miezi ist in einem guten Zustand und hat bestimmt ein Zuhause. Vielleicht kennen es auch Nachbarn oder Bekannte der Besitzer. Die kleine Hübsche ist ein Katzenmädchen. Als zweites folgt eine Katzendame, die in letzter Zeit sicher kein so schönes Leben hatte. Sie ist sehr mager, ihr schönes weißes Fellchen sehr verschmutzt. Sie wird auf ungefähr 7 Jahre geschätzt und ist am 10. Juni in Ortruf gefunden worden. Die Anwohner haben es erst einmal abgewartet, ob das unbekannte Samtpfötchen wieder nach Hause geht. Das aber war nicht der Fall. Und so wurde die Katze 1 Woche später zur Arche Noah gebracht. Wenn keine unmittelbare Gefahr für die Katzen besteht, ist es richtig, erst einmal abzuwarten, ob sich die fremden Miezen wieder entfernen. Denn die Quarantänezeit in der Arche Noah empfinden die meisten Katzen gar nicht lustig. Doch oft müssen sie zu ihrem Schutz diesen Weg in Kauf nehmen. Umso wichtiger ist es, dass sie schnell erkannt und wieder in ihr Revier geholt werden. Sollten sich für die beiden Leidensgenossen keine Besitzer melden, suchen sie liebevolle Katzenfreunde, bei denen sie ihr Katzenleben genießen können.